Hallo Leute, willkommen zur nächsten Folge Mr. Angezockt spielt WWE Supercards. Ja, heute geht's weiter. People's Challenge ist vorbei und ich habe noch gestern Abend ein bisschen gezockt und noch ein paar Punkte rausgeholt, aber ich muss mit einem ganz ernsten Thema anfangen. Ich habe einen Kommentar erhalten und ich muss sagen, es hat mir wirklich die Laune meines Tages wirklich unendlich verbessert. Also vielen Dank für das Kommentar. Es hat mich wirklich sehr amüsiert. Ich werde euch mal ganz kurz jetzt einblenden, was ich gesagt habe im letzten Video. Mal gucken, hätte ich mitgespielt, wären wir bestimmt hier bei 13 Millionen Siege schon. Aber da ich ja die ein bisschen langsamer gemacht habe, hat er keine Chance gehabt zu gewinnen. Aber naja, armer Kerl, tut mir echt leid. Und dann jetzt hier das Kommentar, das ich erhalten habe. Finde ich sehr, sehr klasse. Also ich fand es wirklich sehr lustig. Ich werde jetzt für nächstes Mal eine, ich weiß nicht, Humorlampe, Ironie, Sarkasmuslampe, die immer leuchtet, wenn Ironie oder Sarkasmus ist, einblenden. Also das Kommentar war dann: Ey Junge, du hättest doch niemals 7 Millionen Siege allein geschafft. Alter, hör mal auf, so rumzulügen. Das glaubt dir doch eh keiner. Ja, da muss ich jetzt wirklich voller Ernstes sagen, es tut mir sehr leid. Natürlich wäre 7 Millionen gar nicht realistisch gewesen. Hätte ich gespielt, hätte ich 9 Millionen Siege gemacht und wir hätten das Ding noch gewonnen. Achtung, die Humorlampe leuchtet. Nein, ich finde es aber klasse, das Kommentar. Wie gesagt, es hat mir sehr den Tag gerettet. Hab in der Mittagspause es gelesen und ich fand es richtig gut. Es ist natürlich Humor aus, es ist natürlich nicht realistisch. Ich habe in Summe ja vielleicht erstmal 5800 Siege gemacht. Aber danke für das Kommentar, es hat mir wirklich, und das meine ich wirklich sogar ehrlich, es hat mir den ganzen Tag gerettet. Ich hatte den ganzen Tag gute Laune, weil ich es erstmal etwas amüsant fand. Und darum bin ich den ganzen Tag mit guter Laune. Alle meine Kollegen werden sich da auch bedanken, wenn ich gute Laune habe, dann ist doch alles viel besser. Aber jetzt weg vom Kommentar und wir gehen jetzt mal ins Spiel. Ihr habt ja gesehen, Samstag war ja das letzte Video und ich habe nicht so viel gezockt, People Challenge. Da habe ich gestern Abend nochmal Zeit und Lust und kam nichts im Fernsehen, nochmal Gas gegeben. Und ihr seht, Rang 36.000. Ich wollte unter die 40.000 kommen, damit ich den epischen Unterstützer krieg. Ich war, als ich aufgehört habe, das war so gegen 12, unter 35.000, also 34.900. Das war so mein Ziel, unter 35.000 zu kommen. Und bin nur 1.000 abgerutscht, was ich jetzt echt überraschend fand. Und darum ja, bin ich damit recht zufrieden. Gerade also Dolph Ziggler ist jetzt nicht so die Karte, die mir weiterhilft. Auch jetzt im Doppelpack hätte mir nicht weitergeholfen. Darum ist, denke ich, für mein Deck so ein epischer Unterstützer ganz gut. Und hier haben wir sie, Aufpumpen und Dolph Ziggler. Dann habe ich gestern Abend auch noch eine epische Karte gezogen. Können wir direkt mal reingucken. Also Hulk Hogan habe ich jetzt voll austrainiert. Der ist mit in mein Deck gerutscht. Dafür ist John Cena rausgeflogen. Ich weiß noch nicht, ob das so eine gute Entscheidung war. Der Hulk ist zwar stärker, aber die Verteilung ist nicht so gleichmäßig. Aber wo ist meine epische neue Karte, die wir gezogen haben? Hier muss sie jetzt kommen. Und da ist er. Ich habe nochmal einen Brock Lesnar gezogen. Da habe ich leider einen epischen halb trainierten letztes Mal zerstört, weil ich meinen, ich weiß gar nicht mehr was, mit trainieren wollte. Aber wenn wir uns jetzt wirklich angucken für mein Road to Glory Deck, was ja am Donnerstag wieder startet. Ich habe gehört, es gibt eine Nikki Bella, eine blaue Nikki Bella, also eine blaue Survivor Nikki Bella. Da bin ich gespannt. Werde ich zwar nicht kriegen, aber wir gucken mal. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sie zählt ja nicht, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dann nehme ich ihn, muss ich noch trainieren, 14,
Und dann ist wahrscheinlich hier der Ultimate Warrior noch mit drin. Also das heißt, dass er meine schlechteste Karte ist. Das heißt, wir müssen noch ein paar Kämpfe machen, dass ich noch ein bisschen trainieren kann. Gerade hier die legendären Karten und die epischen Karten. Und ja. So, ja, dann machen wir weiter. Ich muss noch mal zum Kommentar zurückgehen. Ich habe jetzt gerade einen Namen nicht mehr auf dem Schirm. Es war nur ein Spaß. Ich fand es wirklich klasse. Ich finde es toll, wenn du dabei bist. Ich finde es toll, wenn du guckst. Aber ja, es war halt ja ein Spaß. So, jetzt machen wir aber weiter. Ich habe meine Belohnung eingefordert. 660 Punkte habe ich noch geholt. Ich hatte sehr viel 5-Punkte-Kämpfe da gemacht. Zwar auch mal ein paar Mal verloren, aber bin da relativ gut durchgekommen. Und jetzt seht ihr hier, ich habe halt den Hulk drinne und den statt dem John Cena. John Cena ist stärker, Hulk ist härter. John Cena hat mehr Tempo, Hulk mehr Charisma. Das Tempo vom Hulk ist das, was mich am meisten stört. Kraft finde ich auch. Ich habe natürlich Kraft-Härte-Boost drin und ich habe einen Tempo-Boost drin. Darum ist es, denke ich, so besser, aber da müssen wir einfach mal probieren, wie wir jetzt weiterkommen. Und darum kämpfen wir jetzt mal ein paar Ründchen und sind mal gespannt, was wir jetzt auch wirklich mit dem neuen Deck dann reißen. Ich hatte gestern, ja, ich hatte dann hinten raus, ich wollte ja auf jeden Fall unter die 35.000 kommen. Ja, hier jetzt zum Beispiel Kraft. Ich will jetzt nicht The Rock spielen, weil The Rock halt die linke Seite vom blauen Dreieck ist. Darum hätte ich eigentlich gerne wieder meinen John Cena drin. Aber okay, gegen Rey Mysterio gewinnen wir da auch ohne Boost. Wir haben geboostet, aber okay. Einzelhärte, da darf jetzt mein The Rock ran. Und so haben wir unsere zwei Siege. Die war Tempo, die habe ich immer noch nicht weiter trainiert. Werde ich auch vorerst nicht weiter trainieren. Eventuell dann zu Road of Glory werde ich sie dann austrainieren. Bis dahin habe ich dann meine AJ auch fertig. Und dann muss ich gucken, wie ich das Deck gestalte. Warum trainiere ich sie nicht aus? Weil die voll austrainierte Natalia auf Legendär bringt mir halt einfach nicht viel, weil sie ist eine recht schwache Diva im Vergleich zu manch anderen. Das heißt, ich verliere gegen jede andere legendäre Diva und gegen jede andere Epic Pro voll trainierte Diva. Das heißt, wenn ich jetzt die auch voll trainieren wird, bringt es mir nichts, weil ich so oder so verliere. Ich gewinne hiermit gegen jede ultra seltene Pro, die noch kommt, und gegen jede normale epische Karte. Und darum, wenn ich die halt mehr trainiere, hebe ich wieder meinen Durchschnitt von der Stärke, und darum sage ich, brauchen wir nicht. Und jetzt spielen wir gegen Jay Kim. Gucken, was uns erwartet. Und genau, guck, ich weiß jetzt gerade nicht, was dran war, weil ich nicht so aufgepasst hatte. Gerade bei Diva gucke ich meist selten, aber Härte, da machen wir unseren Härteboost und nehmen Hulk Hogan. Also Hulk Hogan ist schon relativ hart, er ist jetzt nicht so einen, also jetzt kein Big Show oder sowas. Und Doppelcharisma mit 2x965. Sind wir auch gut dabei, da können sie sich aufboosten und wir gewinnen auch die Runde. Und so, weiter ganz gehen. Ich könnte eigentlich auch ein King of the Ring starten noch. Samuel Tossmann, 2000. Ich nehme jetzt hier mal den da. Und so wie jetzt bin ich gestern eigentlich auch bei den 5-Punkte-Kämpfen gut durchgekommen. Es gab hin und wieder mal halt welche, die dann schon Survivor-Karte drin versteckt hatten. Kraft-Charisma, mache ich wieder Boost drauf. Und den gewinnen wir auch, hätten wir auch ohne Boost wieder gewonnen. Momentan bin ich wirklich mit meinem Deck zufrieden. Ziel ist jetzt wirklich,
Ich bin ja gefragt worden, warum ich noch nicht auf Survivor spiele, wenn ich da spielen könnte. Ich will erst noch ein, zwei epische Pro-Karten kriegen. Das heißt, ich werde mich jetzt etwas verstärkt um die King of the Rings kümmern, dass ich da vielleicht nochmal Glück habe und einen weiteren Pro ziehe oder halt quasi die zweite Karte, die ich habe, ziehe. Und warten auf Netzwerk, das hatte ich gestern Abend auch echt häufig, das hatte mich echt angenervt. Und wenn ich jetzt halt quasi noch einen zweiten oder dritten Epic Pro habe, dann werde ich quasi einfach weiterspielen und dann in Survivor gehen und einfach, ich muss erst mal gucken, gegen wen wir spielen, bevor ich hier weiterrede, und dann halt einfach da weiterspielen und dann endlich mal die nächst vernünftige Survivor-Karte kriegen. Ich bin wirklich gespannt, wie weit wir jetzt kommen. Mein Deck ist ja immer ausgeglichener, darum werde ich jetzt die nächsten Tage tatsächlich auch abends immer mal wieder regelmäßiger spielen. Tag Team Härte, da dürfen die zwei ran, dass ich einfach so viel wie von meinen, wie möglich von meinen legendären Karten, so viel wie möglich von meinen legendären Karten auch voll aufleveln kann, dass mein Deck echt gut ist und dass ich dann rechtzeitig bei der Road to Glory starte, um so früh wie möglich die bis Epic zu kommen, dass ich mir dann für legendär, da wird es ja schon mal ein bisschen mehr, also ein bisschen zeitintensiver, und für Survivor die Zeit nehmen kann, dass wir auch da mal weiterkommen und wirklich eine Survivor-Karte kriegen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, aber je nach Zeit bin ich da auch relativ zuversichtlich, was wir da so machen könnten. So. Natascha. Tag Team Kraft Tempo. Kraft Tempo, da dürfen auf jeden Fall die zwei auch ohne Boost ran. Auch hier gewinnen wir die Runde, weil er auch nicht connectet. Der Connect ist immer viel wert, also es macht schon Sinn, euer Deck echt halt so aufzustellen, dass es immer connected. Tempo, das ist nicht so schön, aber der Eric Rowan ist natürlich auch nicht schneller. Ich könnte ja meine neue Boostkarte mal gucken, ob die mehr Sinn macht in meinem Deck, wenn ich die gerade sehe. Nehmen wir die 2 Grad weg. Na, warten auf Netzwerk, warten auf Netzwerk. Hattet ihr das gestern auch oder habt ihr überhaupt mitgespielt? Wie weit seid ihr gekommen? Ich habe schon das erste Kommentar gesehen, dass einer mit 3890 Punkten auf Platz 1951, das finde ich schon mal echt ordentlich, gekommen ist. Lief's bei euch auch so gut? Habt ihr voll euch reingehängt oder eher so wie ich nur mal einen Tag Gas gegeben? Und, oh, hier lese ich es auch gerade. Road to Glory bestätigt für Donnerstag. Blue Survivor Nikki Bella kommt dran. Das hat der PlayFIFA HD geschrieben. Danke für die Info. Und der WWE Supercard Gamer, der war es, der 1951. geworden ist. Was halt schon echt ordentlicher Rang ist. Wie gesagt, ihr habt ja gesehen, was ich gespielt hatte. Im Video hatte ich ein paar Kämpfe gemacht, da waren wir, keine Ahnung, 90.000. Als ich gestern dann nach dem Stream angefangen hatte, war ich 100 irgendwas Tausendster, und dann durch die 5-Punkte-Kämpfe, die echt gut liefen, gerade über recht lange Zeit auch. Okay, unsere 2 Punkte haben wir schon. Bin ich halt relativ schnell auf mein Ziel gekommen. Oh, ich sehe noch einen Kommentar, wenn ich gerade die Kommentarseite offen habe. Banger LP, hab heute gegen dich gewonnen. 3-0. Gibt's doch nicht. Ja. Aber da ist mein Deck halt, ist halt so ein typisches Verlierer-Deck, wenn man dagegen spielt. Einfach durch die Karte, da macht ja der Computer manchmal, was er will, und macht beim Zwei-Spieler-Ding halt, dass jetzt irgendeine Karte mit der grauen Karte da gemischt wird,
was halt so gar keinen Sinn macht. Oh, das verliere ich, weil ich nicht geboostet habe. Tag Team Kraft Tempo. Kraft Tempo, das gewinnen wir dann hier. Und die Zeit geht schon wieder so schnell. Hier hauen wir einen Boost drauf. Das gewinnen wir aber auch dicke sogar. Und wir ziehen nichts Ordentliches. Machen wir noch ein Kämpfchen auf jeden Fall. Machen wir hier gegen Rey Mysterio auf Legend. Die Rey Mysterio Card, die sieht richtig nice aus. Den würde ich gerne ziehen. Wobei ich solche Karten, das habe ich jetzt bei meinem Deck, wo ich mir das jetzt am Wochenende nochmal überdacht habe, überlegt. Ich stehe, also gab ja auch zum Beispiel Big Show, hätte man ja gewinnen können, wenn das Seth gewonnen hätte. So Karten wie Big Show oder Rey Mysterio, wo ein Wert so extrem gut ist, die finde ich gar nicht so gut. Natürlich sind die Karten geil und die Wrestler sind geil, aber ich mag hier jetzt hier, wenn ich mir The Rock angucke oder meinen Hulk Hogan angucke oder jetzt auch den Macho Man, das sind eigentlich Karten, die sind relativ gut ausgeglichen von den Werten und ich fahre persönlich mit meiner Spielweise da dann besser, wenn ich nicht so einzeln super gute Karten nehmen, super gut Speed, super gut Härte oder sowas, sondern einfach wo der Durchschnitt echt gut ist und da gewinne ich zumindest häufiger. Härte, da nehmen wir den und holen unseren, hier nur Shawn Michaels, der ist manchmal, der mich nervt. Aber die Runde gewinnen wir gegen Shawn Michaels Tag Team Tempo und da sollten wir, nee, da verlieren wir. Ich weiß nicht, ob mein Boost uns da drüber bringt, dass wir noch gewinnen. Oh, tatsächlich. So, dann war's das aber schon für heute. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen und ich freue mich natürlich über viele Kommentare von euch, sei es lustige Kommentare, sei es Kommentare, die ja, irgendwas, Kommentare. Ich freue mich über einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.